Hallo und willkommen auf unserem YouTube-Kanal Rita und Thomas Reisemobil statt Reisetabletten. Wir wurden mehrfach angeschrieben, ob wir denn nicht mal zeigen können, wie wir unsere Garagenregale selbst gebaut haben. Das wollen wir hiermit tun. Wir kriegen das wahrscheinlich nicht ganz so detailliert hin, aber wir fangen mal an. Die Aluminiumstangen haben wir in 2 Meter Länge bestellt, Internet. Ich werde auch unten einen Link reinsetzen zu einer Firma, wo wir es gekauft haben. Schaut bitte selbst, erkundigt euch im Internet, vielleicht bekommt ihr es sogar irgendwo noch günstiger, besser. Das soll also keine Schleichwerbung für diese Firma sein, sondern es ist halt so, wir haben dort gekauft. Sämtliche Teile, die wir überhaupt für dieses Regal gebraucht haben, habe ich dort bekommen. Außer natürlich das Werkzeug, das habe ich schon besessen. Eine Aluminiumsäge, also eine Metallsäge, kriegt man schon für 60, 70 Euro, auch bei eBay. Insgesamt gibt man bei Weitem weniger Geld aus, als wenn man sich die Regale bauen lässt. Und hat den großen Vorteil, egal welche Ideen man zwischendurch beim Bauen entwickelt, man kann sie selbst noch verwirklichen. Bei einer Firma müsste man daneben stehen und jeder extra Wunsch würde natürlich auch extra kosten. Auch nachträgliche Umbauten, Anbauten sind natürlich kein Problem, wenn man weiß, wie es geht, wenn man das Werkzeug hat, wenn man das Material hat. Zu dem Material. Hier seht ihr Füße. Das sind Klemmfüße. Diese Klemmfüße kommen oben und unten an die Aluminiumprofile. Einfach ein Aluminiumprofil. Schatz, nimm mal das hin und steck mal eins. Genau, so oben rein. Wie man sieht, zwei Muttern. Somit sind die höhenverstellbar und können zwischen Garagenboden und Garagendecke, egal wie uneben die ist, ob da eine Stange im Wege ist oder so, dort können sie also eingeklemmt werden. Das ist so mit das Wichtigste. Schrauben und Werkzeug. Werkzeug, ein kleiner Akkuschrauber hilft natürlich, muss nicht sein, aber ist natürlich sehr bequem. Hat man dann noch Winkelköpfe, hat man natürlich sehr bequem, die ein oder andere Schraube zu erwischen. Ansonsten Imbusschrauben, Winkel, Muttern. Und auch Ösen, Ringösen, damit man einfach mal ein Gummi spannen kann oder ein Seil, um irgendwas zu befestigen. Dann zeigen wir euch mal auf kurze und einfache Art, wie man so ein Regal baut. Ein so ein Aluminiumprofilrahmen dient dafür, eine Kiste, wir haben die Bäckerkisten, die haben den Vorteil, dass sie eben von der Seite nicht geschlossen sind, auch weniger wiegen und man kann halt durch das Gitter durchgucken, was denn in dieser Kiste drin ist. Die müssen natürlich entsprechend eingekauft werden, damit man dann weiß, wie groß der Rahmen gemacht wird. Der Rahmen selbst wird mit sogenannten Innenwinkeln, Rita zeigt es hier gerade, einfach miteinander verbunden. Diese Innenwinkel haben schon entsprechende Schrauben. Genau. So sieht man diese Innenwinkel. Ich glaube, am längsten dauert zu überlegen, was man baut, wie viel man baut, wie viel Material man braucht und das alles zusammen zu bestellen. So würde also ein fertiger Rahmen aussehen. Ist natürlich jetzt hier nur auf dem Tisch schnell mal zusammengelegt. Möchte man so einen Rahmen zusätzlich verstärken, gibt es weitere Winkel. Die bräuchte man aber am besten nur zum Auflegen. Zum Auflegen des Rahmens. Das zeigen wir euch mal als nächstes. Jetzt seht ihr den Rahmen schon mal an zwei Füßen befestigt. Das Ganze stellt man sich jetzt hochkant vor. Jetzt gibt es zum Einschieben diese Gleitmuttern, nenne ich sie mal, werden in das Aluminiumprofil eingeschoben. Bis unter den Winkel. Und dann kommt die entsprechende Mutter von oben rein. Das
Das gleiche natürlich nochmal von oben. Jetzt hier zu sehen, einmal die Verschraubung für einen Winkel. Das heißt, der Rahmen hat vier Innenwinkel und der Rahmen an den Füßen sozusagen vom Regal wird dann mit vier dieser Außenwinkel befestigt. Zur Verschönerung? Zur Verschönerung kann man sogar noch die Schrauben verschließen. Da gibt es so Kappen für. Kosten nur ein paar Cent. Sieht natürlich schöner aus. Ja, was zusätzlich auch funktioniert, man kann auch diese Muttern einschieben. Mit einer Hand geht's nicht. Schieb mal bitte ein. Und dann so eine Ringschraube einschrauben. Und schon hat man hinterher die Möglichkeit, Spanngummis und so dort einzuhaken und die Kisten noch zusätzlich zu sichern. Die Sägeschnittkanten können auch geschlossen werden. Auch dafür gibt es extra Kappen. Oh, Schatz, die gehen ganz schwer drauf. Die muss man mit dem Hammer draufschlagen. Das Ganze hat also viel mit Fummelarbeit und Geduld zu tun. Aber man muss natürlich sagen, man spart viel Geld. Und worum es mir eigentlich hauptsächlich geht, ich kann beim Zusammenbauen der Regale jederzeit, jede Sekunde entscheiden, ob ich etwas anders mache, ob ich etwas höher setze, tiefer setze, hohe Kisten reinpacke, flache Kisten reinpacken. Und ich kann es jederzeit wieder umbauen. Und jetzt zeigen wir euch mal in unserem Wohnmobil das Regal, das wir uns gebaut haben. Hier seht ihr jetzt mal, wie die Aufteilung unserer Garagenregale aussieht. Hier vorne haben wir Haken angebaut. Haken zum Aufhängen von Kabel, Fahrradhelm und so weiter. Oben haben wir eine Lücke gelassen. Da ist eine Rolle mit Papier drin. Gegen schmutzige Hände, gegen Feuchtigkeit irgendwo. Darunter haben wir diese sogenannten Bäckerkörbe. Die sind in jeder Höhe und Breite zu bekommen. Unten haben wir die hohe drin. Und wie man jetzt hier sieht, die Regalböden schauen über diesen Vorsprung von unserem Wohnmobil drüber weg. Ja, eine Handlänge ungefähr. Das ist aber nicht wild, denn hier unten sieht man auch die Verschraubung. Die Winkel, wie sie befestigt sind. Dort sieht man die Ösen, mit denen man Gummis zieht. Und zwischen den Regalen sieht man die Winkel, auf denen die nächste Regalauflage, sozusagen Korbauflage, befestigt ist. Oben sieht man die Spannung, die entsteht zwischen den beiden Gummifüßen, die sich halt in der Höhe verstellen lassen. So ist das gesamte Regal nur eingeklemmt und nicht geschraubt. Ich habe dahinter nochmal Bleche geschraubt, die zusätzlich oben an dieser schwarzen Metallstange, die einmal rüber geht, Halt finden. Ja, wie schon mal geäußert, der Vorteil, bei uns kann man sich komplett auf den Boden knien, keine Fahrradschienen, nichts im Wege. So, warte. Und so lässt sich die Kiste einfach rausziehen. Und unten, genau, Rita zeigt es gerade, haben die eine Kante. Schiebt mal die Kiste langsam rein. Diese Kante greift genau in den Rahmen rein. Absolut fest, auch beim Bremsen. Keine Chance. Dadurch, dass die Kisten von hinten auch nicht hochklappen können, ist das absolut sicher. Jetzt hat Rita noch mal eine ganze Kiste. Das ist unsere Grillkiste. Da ist unser Lotus-Grill drin, die entsprechende Kohle und die Brennpaste. Und hier sieht man noch mal einen kompletten Rahmen, in der die Kiste drin ist. So, nochmal gucken. Ja, das ist absolut fest, hundertprozentig. Und dort sieht man nochmal die Winkel, auf denen die Rahmen aufliegen.
Die Regale und die Aufteilung muss natürlich jeder zu seinem Wohnmobil individuell gestalten. Bei uns sieht es so aus, dass hier unter dem Vorsprung Zelt, Vorzeltstangen liegen und unser Tisch, der sich in so einer Tasche zusammenklappen lässt. Davor seht ihr hier mit dem gelben Gummi festgehalten unseren Fahrradanhänger, den wir immer benötigen, wenn wir einkaufen fahren. Geradezu sind Fußteile und Stühle. Dadurch, dass die Fahrräder nicht so lang sind, passte das natürlich sehr gut, dass man die Garage da hinten nochmal teilt, Fußteile und Stühle gegenlehnt und gut ist. Auf der linken Seite sieht man dann noch einen Stuhl, noch ein Fußteil und da oben lugt unsere 5,60 Meter Leiter raus. Das ist richtig so eine Bockleiter, die man aber auch ganz gerade hinstellen kann. Zeige euch diese Sache nochmal von der anderen Seite. So sieht das Ganze von dieser Seite aus. Alles wird nochmal gehalten von Spanngummis. Die Spanngummis haben wir uns als Meterware gekauft. Die entsprechenden Haken dazu. Und dann kann man sich die Spanngummis genau nach seinen eigenen Erfordernissen herstellen. Ja, und hier sieht man nochmal ganz normale Haken, die man sonst an der Wand befestigt oder in seinem Holzgartenhaus an die Wand schraubt. Die haben wir hier mit den entsprechenden einzuschiebenden Muttern und entsprechenden Schrauben schön am Regal befestigt. Kann man natürlich so viel, wie man braucht, nutzen. Kabel dran aufhängen, Taschen dran aufhängen, Fahrradhelme, was man gerade und wie man es gerade möchte. Wir haben unser Wohnmobil ja seit Februar, aber im März ja den Schaden gehabt. Im Endeffekt sind wir erst Anfang Juli losgefahren. Wir waren zu einem großen Urlaub und zwei kleinen, kurzen Ausfahrten. In der Zwischenzeit haben wir also das Regal schon einmal umgebaut, weil wir eben auch festgestellt haben, dass die Erfordernisse doch anders sind, als wir sie uns anfangs vorgestellt haben. Das Schöne ist halt, wenn man es selbst baut, kann man es auch selbst wieder umbauen. Ja, wo wir gerade hier beim Filmen sind. Rita baut gerade die eine Querstange um. Vorher lehnte gegen diese Querstange ein großer Tisch, den wir getauscht haben gegen einen zusammenlegbaren. Der große Tisch war höher, musste somit diese Querstange auch höher sein. Jetzt können wir sie tiefer stellen, weil nur noch Fußteile und Stühle gegengelehnt werden. Was man jetzt dort sieht, ist einfach nur die Isolierung von einem Warmwasserrohr. Die legt man kurz um das Aluprofil und schon hat man das auch gegen Klappern, gegen Verschrammen und so weiter gesichert. Ja, bei uns ist es ja so, habe ich ja schon mal erklärt, wir haben auch sämtliche Stühle, Fußteile, Hocker, Auflegteile für die Hocker und sowas in solchen Stofftaschen. Wir haben natürlich das Glück, dass meine Schwägerin sehr gut nähen kann. Die hat uns die Taschen genäht, wir haben den Stoff besorgt mit Reißverschlüsse. So ist immer alles gegen Klappern und gegen Verschrammen gesichert. Das dauert 30 Sekunden, bis so ein Stuhl in so einer Tasche verstaut ist. Dafür haben wir halt die Sicherheit, dass wir auch im Laufe der Jahre keine Angst haben müssen, dass die Stühle hier bei der Bewegung in der Fahrt gegenseitig sich Schrammen verursachen. Ja, wir denken mal, der kurze Einblick in unsere Garagenregale und wie wir sie gebaut haben, das wird für heute genügen. Wenn ihr Fragen habt, unten im Kommentarbereich, wir beantworten sie gerne. Oder ihr tretet mit in unsere Facebook-Gruppe ein, die zu diesem YouTube-Kanal gehört. Dort kann man noch besser schreiben. Da kann man ja schon fast chatten. Ja, dann war es das für heute. Wir freuen uns über euer Interesse. Und verbleiben bis zum nächsten Video. Rita und Thomas, Reisemobil statt Reisetabletten. Ciao!